was ist eigentlich eine anaerobe Fermentation? Diese Frage taucht jetzt häufig auf. Also es ist ja so, dass im Ursprung die Kirschen erstmal gepflückt werden, die reifen Kaffeekirschen im Idealfall, damit man besonders hochwertigen Kaffee erzeugen kann. Und diese Kirschen werden dann ja weiterverarbeitet. Ne? Da gibt es dieses klassische Verfahren, Wash Coffee oder Honey Processed oder Natural. Und jetzt neuerdings taucht immer öfter dieses Wort anaerob auf. Das bezieht sich sozusagen nicht auf die Fermentation selbst, sondern auf die Umgebung, wie die Fermentation stattfindet. Also ganz häufig werden da praktisch, kann man sich das so vorstellen, dass die Kirschen genommen werden und die werden in eine Plastiktonne gegeben oder in einen Plastiksack. Und dann wird sozusagen die Luft rausgedrückt und der Plastiksack zugemacht. Und dann fermentieren die Kirschen, die fangen dann an zu fermentieren. Und das passiert dann sozusagen in einer anaeroben Umgebung. Das heißt, es ist so gut wie kein Sauerstoff vorhanden. Und dadurch entwickelt sich nochmal ein anderer Geschmack. Ja? Also dieses ganze Natural Process Geschmacksprofil, was sich sonst entwickelt, wird viel intensiver dadurch. Ja? Also die Kaffees schmecken wirklich fruchtig, tropisch, exotisch. Ja, es ist sozusagen potenziert eigentlich nochmal so dieser Geschmack eines klassischen Natural Fermented Coffee durch diese Art der anaeroben Vorfermentation. Ja, und dann ist es so, dass nach einer gewissen Zeitdauer, das kann irgendwie 24 Stunden sein, 48, 72 Stunden oder mehrere Tage, sozusagen die Kirschen dann rausgenommen werden aus diesem Fass oder aus dem Plastiksack und danach dann normal auf diesen erhöhten Trocknungsbetten eben weiter getrocknet werden. Man sieht dann auch schon, dass die Farbe anders ist, dieser Kirschen. Also es ist nicht so dieses typische Rot, sondern es ist so ein bisschen eher lilan, so schon fast. Ja, wird dann halt weiter getrocknet. Das dauert dann 1 bis 2 Wochen und das ist dann dieses klassische Natural Process Verfahren. Und danach wird dann irgendwann die Bohne aus der Kirsche gelöst, geschält und dann exportiert. Diese Verarbeitungsstufe, die dann zusätzlich da eigentlich nochmal eingebaut wird, die ist dann sehr aufwendig. Ja? Man braucht dann viele Fässer, viele Säcke, man braucht Platz, man muss das eigentlich auch kontrollieren. Ne? Gerade wenn man das reproduzieren will, muss man wissen, bei welchen Temperaturen macht man das, wie ist der pH-Wert der Kirschen etc. Deshalb ist das extrem hoher Zusatzaufwand und deshalb sind meistens diese Mengen auch sehr gering, wenn diese anaeroben Fermentation nur produziert werden und dadurch ist der Preis dann natürlich auch sehr hoch, weil es bedeutet wirklich extrem viel Handarbeit im Ursprung.